Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ich habe ein Video von Fantu gerade eben in der Subbox gehabt und er hat da angekündigt, dass das nächste COD schon zu einem sehr hohen Prozentsatz sicher ist, dass es Black Ops 4 wird. Jetzt fragt ihr euch, Marcel, warum machst du jetzt ein Black Ops 2 Video? Ich erkläre es euch mal ganz kurz und zwar, es ist nun mal so, dass das neue COD wohl ein paar Quellen zufolge, guckt bitte Fantus Video nochmal links in der Videobeschreibung, guckt es aber erst nach diesem Video, ihr kennt es, Leute. Ein paar sichere Quellen sagen wohl, es wird Boots on the Ground, Black Ops 2 Erfülltes und in der Gegenwart Black Ops 2 Erfülltes. Das bedeutet für mich, das nächste COD wird allem Anschein nach Black Ops 2 extremst ähneln, meine Freunde. Und deswegen dachte ich mir, dann muss auch Black Ops 2 gespielt werden. Ihr wisst, Leute, es muss einmal Multiteam gesucht werden. Jedes BO2-Video, es muss ein einziges Mal Multiteam gesucht werden. Entweder wir kriegen eine Lobby oder wir kriegen keine. Und wenn ich schon wieder Carrier-Stellung sehe, dann höre ich, ich höre den Schwarm jetzt schon im Loudscreen. Ich höre ihn jetzt wirklich aktuell schon im Loudscreen, obwohl er noch gar nicht da sein kann. Ich weiß es einfach schon. Oh, ist keiner online und auch keine Konterdrohne. Aber leider zwei ultra-sweaty Teams. Aber hier der Supplysing hat schon die 17-0. Ah doch, er hat aber Hunde. Komm, wo ist denn dein Schwarm? Komm schon. Okay, der... Hackt der vielleicht sogar? Einer ist schon gedasht. Oh, da kommt ein Splitty rein. Der Typ macht so das geilste Gameplay seines Lebens jetzt. Und tschüss. Okay, Leute, die Scar Age ist angesagt. Ihr wisst es, Leute. Es muss so sein. Ja. Scar Age, erstes Thema für das Video. Sollte es ein weiteres Black Ops 2 COD geben? Also ein Black Ops 2... Ach, komm. Ein Black Ops 2 mäßiges COD geben. Welche Waffen hätten wir zu erwarten, Leute? Oh mein Gott, mach bitte nicht so ernst. Welche Waffe hätten wir zu erwarten? Gäbe es dann vielleicht die Hoffnung auf eine weitere AN? Oder auf eine weitere Scar? Oder auf eine weitere... Ihr wisst, ihr versteht, was ich meine, Leute. Wird das alles wahr? Gebe ich diesen Turn on? Nein, aber nur, weil er hinter mir... Ach, komm. Okay, Leute, ich glaube, das hier wird die Nuklear. Obwohl ich kein Aim habe, brauche ich aber nicht für den Nuklear. Ich muss nur den Marcel Scorpion Schreiharder Geist auspacken, dann passt das. Oh Gott, Digga, wie er geschrien hat. Erstmal alle muten, Digga. Oh, wobei, das wird wahrscheinlich kein Nuklear, weil meine Teammates wahrscheinlich zu viele Kills geiern werden, könnte ich mir vorstellen. Na, hast du noch dein Zeug hier platziert? Okay. Wisst ihr, was ich krank finde? Wenn man so hört, Nuketown 2025, dann denkt man, boah, das ist ja noch voll lange hin, ne? Weil jetzt, man hat das ja früher schon gespielt, aber jetzt ist es nicht mehr so lange hin, Alter. Komplett krank. So, ich muss gleich erstmal The Wall zurückschreiben, weil Martin hat mich gerade angeschrieben. So. Die Drohne ist da, Leute. So. Die sind immer noch alt. Oh, das, chill doch mal, Mann. Ja, und ich werde das C4 so schlecht. Hoch und hinlegen. Komm, yalla. Komm her. Danke. Das Ding ist, ich muss raus. Ich weiß nicht, ob der nächste kommt. Oder wann er kommt. Komm erstmal du her. Danke. Hier sind noch welche. Den habe ich. Ist hier wieder einer drin? Ja. Okay, nice. Kurz vor Orbi. Ja, zerstört alles, was ich mache, Leute. Zerstört es einfach. Easy. Whoop. Ja, Choke. Und der Typ hat... Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Ja. 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 Hm, das ist wieder so eine Szene. Da steht man dann kurz vor Triple, weil die Kugeln einfach durch den Busch nicht durchgehen, Alter. Das regt so auf, Mann. Oh, das ist auch so eine klassische Waffe hier. Die MSMC wäre natürlich auch krass, wenn die... Ich dachte, ich überlebe, das wäre so big gewesen. Ja, wir werden gleich auf jeden Fall noch ein paar andere Waffen natürlich auspacken. Wenn schon, denn schon. Aber wir tryhard natürlich. Wenn ich Black Ops 2 hochlade, da gibt es ja keine Runden, wo ich nicht 100er Prezi habe. Ist da einer reingesprungen? Das war ein Gegner, oder? Gott, du kommst ja gar nicht auf dein Leben, klar. Hier kommt einer. Nein, bist du ekelhaft, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du ekelhaft, Junge. Verpiss dich, armer Fackfuck. Digga, wie er sich in den Zug legt, ne? Eigentlich mache ich jetzt extra nur so nur für ihn, ne? Schade, er war nicht mehr da. Ich muss sagen, man hat immer sofort Spaß an diesem Game. Ihr kleinen Wichser. Ich dachte, ich krieg... Ja, ich habe beide gekriegt. Ja, Digga. Das war das Wichtigste. Mir egal, dass ich gestorben bin. Also man hat immer wirklich Spaß an Black Ops 2, ne? Das muss man sagen. Auch wenn ich jetzt hier... Oh, ich gucke aufs Scoreboard, sehr gut. Auch wenn ich jetzt hier nur 16-8 stehe. Aber... Ja, kommst du, Digga? Oh mein Gott, war das gut. Legende, Legende, Legende. Leute, ich werf das C4, schieß den nächsten an, zünde dann dazwischen, weil ich wusste, der Typ ist besser und überlebe das, Leute. Kauft mein Merch. Okay, aber hier passieren komische Sachen.
Über mir ist einer. Oh mein Gott. Okay, erste Runde 20-9. Easy XP. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Ihr wisst, Leute. Ihr wisst, wer jetzt ausgepackt wird. Es darf nur die eine geben, die jetzt noch fehlt. Die AN. Boah, Leute. Stellt euch mal vor, Raid kommt zurück. Alter, mir läuft alles raus gerade, wenn ich mir das vorstelle. Raid kommt zurück. Und dann noch ein Battle Royale Modus. Dann wird Fortnite deinstalliert. Amana Schmähens zerschmiert. Nein, Spaß. Aber, Leute. Ich bin einfach ein Ego-Shooter-Typ, so. Geboren im Ego-Shooter. Eigentlich ja auch gar nicht. Eigentlich habe ich mit 17 erst angefangen. Mit 17. Da manche schon aufgehört mit Zocken, Alter. Nein, du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Ich wollte ihn so frech challengen. Ich muss mir das mal abgewöhnen, dass ich hier nicht so viel Leben habe wie in Fortnite, Alter. Ja, noch ein paar mehr Gegner. Was, Digga? Ich habe den Lambo zum Explodieren gebracht und die sind nicht gestorben. Das geht gar nicht. Wie viel Action machen die hier gerade? Ja, what the fuck? Da kann ich nicht rausgehen. Nee, 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 nee. Aber Leute, dieses nervöse Spielen, ich habe es. Ich habe es einfach geliebt. Was? Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur hier. Dann haben wir eigentlich zwei Easy Kills. Der eine ist schon durchgepusht. Wo bist du? Oh, die sind durchgepusht. Nicht schlecht. Er wollte mich echt messern, ne? In Black Ops 2. Er wusste gar nicht, wo er ist gerade, glaube ich. Badababababa. Hätt's mal lieber zur Seite geguckt. Drohne. Oh, hier kriegen wir... Lecker. Lecker. Noch einer? Eigentlich schon, oder? Lecker, lecker. Hinter mir? Wir gehen aber so rum. What the fuck? Wieso war das jetzt so struggle? Zack. Guck mal, wie die mich jagen, ne? Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Orbi ist da, Leute. So spielt man Black Ops 2, Leute. So spielt man Black Ops 2. Ja, komm doch hoch. Ach, kommst du nicht mal. Ist ja noch besser. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch die Legende an. Nein, es war dumm, es war dumm. Riesiger Spielfehler. Ja, komm. Ja, da holst du mich jetzt aus dem Headgush, dachtest du dir, ne? Okay, let's go. Die wollen hier, dass ich eine schnelle Nuklear sogar erspiele, krass. Was die hier von mir verlangen, Alter. Als ob die das jetzt so machen, ne? Als ob da jetzt eine EMP-Granate lag. Das ist so frech, ne? Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an, wie er mich auf der Nuklear-Streak killt. Guckt euch NL Kadaver an, Digga. Du bist ein richtiger Kadaver, wenn du so spielst. Aber da kann ich nichts machen. 17-2, Leute. Oh, aber die Runde gefällt mir. Die Runde gefällt mir, Alter. Okay, wo kommen die? Da. Wow, das war knapp. Schnell so machen, dann hier hin, dann mal kurz reanimiert und dann kann man hier runter gucken. Ganz entspannt bleiben aber, weil der ist. Wir wissen ja, dass da jemand ist. Rein die Vorräte halten den Spawn. Moment mal eben. Yo. Hey Marcel, ja. Okay, alles klar. Bis gleich, ciao, ciao. Boah, ich habe die echt hart auseinandergenommen. Ich habe, während ich mit Martin gerade telefoniert, auch noch so heftige Gunfights gemacht. Der Skrupellos-Streak hatte ich gerade, Leute. Der hätte auf jeden Fall nuklear drin sein können. Oh, jetzt kommt Chaos Anitrox. Anitrox, Alter. Der erinnert mich an den größten Vogel, den es wahrscheinlich jemals in der COD-Szene gegeben hat, Alter. Wirklich. Das ist so eine Geschichte, Leute. Das erzähle ich euch jetzt mal. Damals hatte er Elotrix Streit gehabt mit Red und Royal. Und das Fantreffen 2013 in Stuttgart war, wo das 2014, was halt im Kranken, im Polizeiwagen geendet ist. Wer die Story nicht kennt, Leute, der muss ein bisschen recherchieren. Auf jeden Fall, da war, jetzt kommt die letzte Waffe, die noch fehlt, da war auf jeden Fall so ein Typ, ne, und der hat vorher gedroht, ja, ich hol meine Nazi-Freunde, die hauen Red auf die Fresse und so, und dann in Stuttgart, und dann kam der halt sogar wirklich, dieser Anitrox. Das war ein Kollege von Elotrix nämlich damals. Und hat dann richtig da einen auf, hat mir so die Hand gegeben und auf cool getan. Danach hat er gesagt, weißt du, wer ich bin? Wusste natürlich nicht, wer er ist, und das gesagt, und dachte ich so, wow. Wir waren eh schon angespannt, und dann kommt da so eine Scheißaktion nach. Das war halt so hart unnötig, aber naja, egal, was soll man machen, Leute? Auf jeden Fall war das damals so, und der Typ ist im Gegnerteam, der heißt, okay, der ist gequittet, aber da hieß eben gerade einer so wie der. Wow, Digga, ich prefired mich in 2018. Oh, danke, Teammate, let's go, Gamös, Digga. Alter, wie geht das? Ja, Blutkiller, sei ruhig. Okay. Also die M8, M8, MSMC, Scar
und AN und dann haben wir das perfekte Setup. Ich weiß auch, wo hier Haptic ein 3-Piece mit der M8 gemacht hat, auf dieser Brücke hier, Leute. Ja, Digga, 100er Präzil. Boah, Leute, ich fühle das Spiel ja gerade so hart, ne? Whoop! Sakadul Haldu! One Burst? Sakadul Haldu! Bock auf noch einen One Burst gerade. Aber mit Mayonnaise, Leute. Einen richtig leckeren, yummy One Burst. Okay, erstmal MSMC, komm her. Deiner Skorpion, Alter. Ne, es war eine Vector, okay, nevermind. Okay, komm. Wow, die sind da alle. Ja? Da, oh Gott, ich habe ihn getradet, wie als ob wir so ein COD Pro Match machen würden, Alter. Hier ist noch einer. Er hat die bessere Position, wenn er jetzt reinkommt. Aber er sieht, er geht woanders. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist immer noch hier. Habt ihr den jetzt mittlerweile, Jungs? Jungs, ihr habt den immer noch nicht. Da hinten sind zwei. Das wird ein Klassiker, Leute. Das wird ein Klassiker. Whoop! So. Schön mit der Schockladung direkt dabei, wenn schon. Als ob du da noch drin bist. Okay, Teammate, du machst. Sind beide wenigstens gestorben? Ja. Ja, das liebe ich so, Leute. Oh mein Gott, wie gut hat sich das angefühlt. Und jetzt sollen die mal versuchen, mich hier rauszuholen. Versucht's mal. Okay, die Nate ist ein guter Weg. Jetzt bin ich weak. Aber klappt nicht. Okay, das war jetzt gut. Das hat er gut gemacht. Wenn das auch der mit der Nate war, hat er das richtig gut gemacht. Muss ich ihm lassen, ne? Aber One Burst ist jetzt in your face. Aber jetzt könnte ich... Okay, das wird ein Gunfight. Wo bist du? Gib mir das, gib mir das. Oh, ich bin so eine Legende im Spiel, Digga. Let's go. Das Spiel ist einfach so geil. Der sagt, es gibt ein besseres COD, Digga. Für mich kein Plan. Null Plano. Whoop. Wo bist du? Danke. 100er? Okay, ich glaube, die könnten weiterhin von da kommen noch. Orbi ist da, Leute. Komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ein absolutes Wunder. Der Typ ist sogar runtergefallen, oder? Was ist los mit ihm? Da oben. Oh Gott, er könnte mich sehen. Er sieht mich aber nicht. Ah, Leute, da können wir jetzt eigentlich nochmal. Es ist dann zwar keine Nuklear drin, wahrscheinlich, aber da können wir jetzt nochmal die Scorpion auspacken. Da haben wir 5 geile Waffen gesehen, Alter. Das ist doch mal ein schönes Video. Okay, Too Easy im Clan-Deck habe ich ja auch schon gesehen. Leute, ich spiele auch den legendären Sweat for My Life-Account. Nein, warte, ich habe kein C4. Okay, warte, ich muss den challengen um meine Mutters Ehre. Oh mein Gott, da hinten sind noch zwei. Der Winkel ist gut. Ja, kümmert euch ruhig um den. Die spawnen hier. Und dafür kann ich die jetzt auffressen mit der Scorpion. Fressen, habt ihr es gehört? Auf Nahkampf frisst man Leute mit der Scorpion. Man tötet sie nicht. Man tötet sie und frisst sie direkt. Komm, lass mich einen fressen. Och, geil. Lecker, lecker, lecker. Waffe leer, Müller trinke. Oh, als ob er mich aus dem Winkel anschießt. What the fuck? Wo ist das nächste Essen? Wo ist mein nächstes Essen? Oh, da war es eigentlich. Komm her. Ich hab Hunger. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh. Ist das ein lecker Braten, du. Okay. Abchecken, abchecken. Wir pushen, wir pushen. Wir pushen auf alles. Oh mein Gott, Leute, es schmeckt. Typ ist weak, aber ich scheiß auf ihn. Das Schlimmste ist, wenn die Leute sich hinten nicht aus dem Spawn bewegen, Alter, diese fetten Schweine. Hier ist keiner drin, okay, wir können kurz chillen. Teammate oben oder unten? Unten, okay. Oh, schmeckt's euch auch so gut? Sagt mir ehrlich, schmeckt's euch gerade? Schreibt mir in die Kommentare, Hashtag schmeckt. Guck mal, was soll er machen, was soll er machen? Er wird einfach gegessen. Oh mein Gott. Lol, wie gut ist diese Waffe denn, Alter? Müsst ihr eigentlich ein eigenes Video widmen? Sie heißt sogar wie ich. Nein, ich hab's fast geschafft, den Orbi zu kriegen, Leute. Lecker. Oh, geil.
Gib mir das, das können wir auch nochmal sichern. Zum Ende kann man sich. Wo, nein, sie ist hier weg. Na? Da ist noch einer. Ist down. Okay, okay, guckt euch den Pre-Fire-Modus an. Der hat aber richtig gelaufen, bis Marcel aus der Deckung kommt. Haftgranate. Ja Leute, ich würde sagen, nochmal eine 4er-KD rausgehauen. Es hat richtig Spaß gemacht, so rein zu rushen. Lasst ein Like dafür, das Video Black Ops 4 wird kommen. Leute, ich freue mich drauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.